sonst hat man schon ein Problem. Ja, das ist natürlich so, was ich weiß gar nicht, wo das alles noch hinführen soll. Und dabei sind wir Tourismusland Nummer 1. Wenn ich Tourismusland Nummer 1 sage, dann hat das auch etwas damit zu tun mit Zahlen. Und wenn ich über das Thema Zahlen spreche, dann sprechen wir auch ganz schnell hier bei uns über den DWIF. Und der DWIF ist eigentlich eine Institution, deren der Dr. Haram vorstellt. Und jawohl, servus! Das Donauries, ach wunderbar ist das schön da. Donauries? Jo, da sind wir. Ja, ganz noch gar nicht so weit weg. Landshut, unsere Landshuter Freunde. Niederbayern. Schön, dass ihr da seid. Freut uns immer. So, da haben wir natürlich auch eine Abgeordnete. Die müssen aber jetzt mal so richtig zuhören. Jetzt kommen wir aus Kam. Kempten, Allgäuer, Allgäuer, bravo! Jawohl, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Ja, wunderbar. Dillingen ist angesagt, Dillingen. Jo, alles da oben runter. Und die Ansbacher, Mittelfranken. Ansbach, jo, ja, wunderbar. Weißenburg-Gunzenhausen, nicht so ganz so weit weg. Jawohl, so geht's. Aschaffenburg haben wir auch noch oben, kurz vor Augsburg. Jawohl, das haben wir da. Herzlich willkommen, Freunde. Da haben wir aus den schönen Haßberge. Wo sind wir? Die Haßberge? Da oben. Herzlich willkommen. Und die Deggendorfer, Freunde. Jo. Allerdings haben wir noch eine Kreisstelle, die haben wir in Neumarkt in der Oberpfalz. Das ist schon eher spontan hier. Oh, das sieht gut aus. Ja, genau. Ja, das sieht gut aus. Sven, das wievielte Fass ist das, was Sie so angestochen haben bis jetzt? Ja, das erste. Das erste? Ja, genau. Okay, dann gehen Sie mal zur einen Seite, ich zur anderen, ich gehe mal nach unten. Ja, nee, also. Abstand eventuell, ja. Abstand. So. Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur Premiere-Anstich von Metro Herrn Betzing. Schauen Sie ihn sich jetzt noch an. Der graue Kittel ist jetzt noch grau. In gelb wird er ihn verwandeln. Lieber Sven, dann hauen wir mal rein. Ja, so ist. Und wie ist? Oh, so ist. Oh. So. Das sieht man am besten. Ja. Das hat man doch einer in der Metro.
Applaus für unseren Landesgeschäftsführer Dr. Thomas Eggert. Ja. Lieber Thomas, ich weiß, ich übergebe den Stab jetzt an dich. Es hat super Spaß gemacht mit euch. Vielen Dank, ich bin fertig, die Stimme ist hin. Dankeschön. Die Stimme ist hin.